Versus Kiro, Kampf Nummer 7 gegen die Psycho Arena mit noch einem Continue. Die Psycho Arena kommt und sie vernichtet. Sie vernichtet mit wunderschönen Pokémon, die alle wunderschön sind. Was wollte ich jetzt sagen? Egal. Kiro kommt gegen die Psycho Arena. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde die Psycho-Arena auch ziemlich stark im Vergleich zu den anderen. Aber, ja, Geschmackssache. Sie liegt auf jeden Fall mit Fiaro, also bei Fiaro, Panferno, Shadowbore und Diancie, haben wir alle schon gesehen. Sie liegt auf jeden Fall mit Fiaro, was ich wieder mal für intelligent halte, denn, ja, die meisten Pokémon sind leider ein One-Hit-KO von Fiaro, also alle. Ich glaube alle. Ich glaube, vielleicht Calamanero nicht. Latias vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ziemlich viele. Und ja, ich denke, wir starten einfach mal. Denn ja, es gibt nichts mehr zu erzählen für mich. Kiro will auf jeden Fall mit dir kämpfen. Und ja, der Brutan, also Fiaro, ist am Stissel. Und ich liege natürlich mit meinem Scarfed Psyana. Und ich habe sie einfach mal sterben lassen. Ich habe hier mein wunderschönes Psyana sterben lassen. Es tut mir im Herzen weh, Psyana sterben zu sehen. Oder besiegt gehen zu sehen. Es tut mir leid, wenn das politisch korrekter für euch ist. Auf jeden Fall komme ich jetzt hier mit natürlich meinem wunderschönen Doom Desire. Also, Jirachi. Und ja, Panferno. Und das habe ich auf jeden Fall ein Switch-Out predicted. Eigentlich habe ich ja Shadowball predicted, deswegen. Ah, egal, Catwende raus. Ist auf jeden Fall, ja, gut für mich. Switch Advantage ist immer gut. Latias ist auch um ganz genau 2 Initiative-Punkte schneller, ich glaube. Also auf jeden Fall um 4 auf Level 100 schneller. Wenn das Panferno dann Full Speed ist, weiß ich ja nicht. Und ja, wir wissen ja, dass es ist Focus Sash und den habe ich ja auch angeknackst mit dem U-Turn. Und damit kann ich auch dieses Panferno One-Hit KO'en. Was ziemlich gut ist, denn Panferno ist schneller als ziemlich viel in meinem Team. Eigentlich alles außer Latias. Und natürlich Scarf Psyana ist schon down. Und ja, Diancie kommt und ich habe hier tatsächlich einen Protect predicted, der auch kommt. Da war ich happy, denn ja, Gedankengut. Das ist ein Gedankengut-Latias-Set. Ist ziemlich praktisch, denke ich. Kann man viel mitmachen. Und ich. Ja, es gibt auch natürlich einen Speed-Tie. Und ja. Sie gewinnt den ersten Speed-Tie. Was eigentlich überhaupt nicht mattert, denn wir sehen hier, die Mondgewalt reicht ja um Längen nicht. Ich bekomme aber den Spätz-Angriffs-Drop. Und das ist sehr, 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 sehr ärgerlich. Denn ja, das hätte nämlich gereicht, wahrscheinlich. Aber ich gewinne den zweiten Speed-Tie, was umso besser ist. Denn Diancie ist weg. Latias immer noch plus 1 für Spezialverteidigung, was auch ganz gut ist. Ja, gut, Shadowbore kommt und damit hat sich das. Denn Scarfed Shadowbore ist OP. Ja, meine Schwier wird natürlich überbrückt. Leider kann man nichts gegen machen. Und jetzt kommt Calamanero. So, sie wechselt zurück, was ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, denn viel Damage auf Calamanero ist gut. Und Boots, Kraftkoloss. Boom. Und der macht Damage des Todes. Das ist wie auch noch plus 1 Verteidigung, was nicht so geil ist für ihn. Denn Flammenblitz, ja. Wenn jetzt irgendwie viel Schaden Flammenblitz macht, ja. Auf Calamanero. Das ist nämlich kein Two-Hit. Es ist Two-Hit, aber ja. Jetzt kommt nämlich der Abschlag. Boom. Der reicht auch aus, um Fiaro zu besiegen. So, jetzt ist natürlich die Frage, reicht ein Erdbeben, um mein Calamanero zu töten? Ich bin plus 1 Verteidigung, er ist gescarft. Sie ist gescarft. Das Stalobor ist gescarft. Ist gescarft. Und Erdbeben kommt. Und reicht es? Ich es kille, ist klar. Und es reicht nicht. Es reicht nicht ganz. Und damit kommt der Kraftkoloss und boom. Tschüss, Stalobor. Und auf Wiedersehen, zweites Continue. Ja,
gegen die Psycho-Arena hat sie Schwierigkeit anscheinend und hat damit das zweite, hat ja damit ihr letztes Continue verbraten. Ja, obwohl sie im ersten Zug gleich meinen Psyana gewonnen-hittet hat, hat sie es nicht so auf die Kette bekommen, aber gut. Das war auf jeden Fall der erste Kampf gegen die Psycho-Arena, der nächste folgt sogleich. Versus Kiro, Kampf Nummer 8 gegen die Psycho-Arena. Mit keinem Continuum mehr. Das Rematch geht los gegen die Psycho-Arena. Und ja, wir sehen hier das gleiche Team von Kiro. Also keine Veränderung. Ich mag ja normalerweise Veränderungen in den einzelnen Teams, falls es nicht so gut läuft. Aber diesmal sehen wir sie nicht und sie hat kein einziges Continuum mehr. Wenn sie gewinnt, hat sie wieder eins. Und ja, ob sie das schaffen wird, ob sie jetzt gewinnt, ja, das sehen wir in ganz genau 2 Sekunden. Sie lead auf jeden Fall mit ihrem Brutan wieder mal. Und ja, Psyana lead wie immer, was soll ich sonst dazu sagen? Sturzflug, ich hatte wieder predicted, dass sie auf Flammenblitz gehen könnte, aber tut sie nicht. Ja, tut sie auf keinen Fall. Und jetzt kommt, glaube ich, der Abfuck-Moment des Todes. Ich mache den gleichen Play wie im letzten Mal und sie bleibt einfach drinne. Cool, läuft bei mir. Auf jeden Fall Schaden auf mein Liedes Doom Desire, was ich nicht geil finde. Und ich mache halt den gleichen Play. Es war halt blöd, ich hätte irgendwie Paralyse gehen müssen oder Zen-Kopfstoß, also auf Donnerwelle hätte ich gehen können oder auf Zen-Kopfstoß oder auf alles hätte ich gehen können. Aber nicht auf Kehrtwende und jetzt gehe ich auf Calamanero. Und ja, Schussflug des Todes kommt. Was auch sonst, es ist halt Fiyaro, Wavebird, them fucking all. Und ja, Calamero, fast tot. Schade, aber da kommt der Abschlag. Und wie wir wissen, habe ich jetzt ein Problem. Es kann nämlich jetzt Panferno kommen, welches noch den Fokus-Sash hat, ja. Und mit der Kehrtwende einfach mal komplett Calamanero in den Hintern ficken, ja. Ohne Witz, das ist vielfach effektiv. Ich glaube sogar Full Life hätte das gereicht. Ja gut, nicht ganz, aber oder doch hätte das gereicht. Ich weiß es nicht. Calamanero ist ja nicht so an tanky. Also ein bisschen bulky ist er schon. Und da kommt Dianzi, ich gehe natürlich in Latias, weil was soll ich sonst reinschicken? Denn die Add-Kräfte würden locker reichen auf mein wunderschönes Pokémon, welches sich Jirachi nennt. Ja, den Namen habe ich gerade vergessen, lol. Und Dianzi in der wunderschönen Mega-Form. Und dieses Mal habe ich nochmal predicted, hey, du gehst doch bestimmt nicht auf dem Schutzschild. Das macht sie auch nicht. Und sie geht direkt auf die Mondgewalt. Ja, Latias ist deswegen ein One-Hit-KO. Geil. Jetzt kommt, ja, Jirachi und ich Schutzschild. Und ja, ich bin auf den Eilschild gegangen, weil ich habe nichts Besseres. Und ich trage die Leftovers. Das heißt, mir hat der Zug eigentlich viel mehr gebracht als ihr. Aber gut. Jetzt geht sie auf die Erdkräfte. Und mit den Leftovers könnte ich sogar einmal Erdkräfte tanken. Sieht gut aus. Vielleicht war es auch eine Roll. Aber auf jeden Fall kommt der Eisenschädel und ich bekomme dieses Dianzi noch kaputt. Ja. Ich bekomme es noch kaputt. Gut, er hat noch... ich will immer er sagen. Keine Ahnung. Was ist denn los mit mir? Sie hat noch Scarfed Shadow Ball und mit einem Scarfed Shadow Ball kann sie easy peasy mein Jirachi outspeeden. Feuerschlag kommt und bam, tschüss Jirachi. Und damit hat sie es geschafft. Sie hat es noch geschafft, gegen die Psycho-Arena zu gewinnen. Und damit hat sie wieder mal ein Continue. Viel Glück in der nächsten Arena, Kiro, denn du brauchst wieder 2 Wins für ein neues Continue. Und ja, wir sehen uns dann bei den nächsten Arenen oder bei der nächsten Arena. Tschüss, Leute.